Mit Rambazamba durch die Gamerwelt. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Tom Thompson. Hier bei Let's Play Today. Und wir spielen endlich Final Fantasy 15. Ich weiß, es kommt ein bisschen spät. Aber das liegt daran, dass ich mir das Spiel seit 3 Monaten vorbestellt habe. Die Deluxe Edition bei Amazon und es einfach nicht gekommen ist. Und ich mich dann gestern dazu entschieden habe, mir einfach die Premium Edition zu kaufen im Play Store. So wie der Zufall das wollte, war das Spiel heute fertig mit Downloaden und heute kam auch die Deluxe Edition von Amazon. Was mich jetzt dazu getrieben hat, dass ich die Deluxe Edition einfach verlosen werde. Und dazu findet ihr ein Video auf meinem Kanal, also schaltet mal rein oder schaut mal rein und guckt euch einfach die Bedingungen an, die ihr erbringen müsst, damit ihr an der Verlosung teilnehmen könnt. Ich muss ab und zu mal ein bisschen drauf achten. Mein USB hat ein bisschen im Wackeligen, wo das Mikro drin steckt. Und dann könnte es sein, dass ein paar Störgeräusche dann kommen, so ein Piepen, so. So ganz leise hört man das. Aber jetzt läuft es gerade ordentlich. Muss ich mir vielleicht nochmal ein neues USB bestellen von dem Mikro. So, und wir fangen auch direkt an. Ein neues Spiel, ich habe es schon angezockt. Ich wollte es eigentlich bloß mal eine Stunde anspielen, um reinzugucken. Und habe festgestellt, dass ich ziemlich drauf hängen geblieben bin, weil das Spiel einfach nur der Hammer ist. Und ich habe mir natürlich auch den Film Final Fantasy 15 Kingsglaive reingezogen, was ziemlich essentiell ist, wenn man das Spiel spielt. Also man sollte den Film kennen. Dann hat man Informationen, die man so im Spiel eigentlich nicht hat. Ohne großes Gelaber fange ich direkt an, neues Spiel. Normal, natürlich normal. Tutorium nein, da ich es ja gestern schon mal versucht hatte. Beziehungsweise ich habe diesen, man kann ja dann noch nicht spielen, solange wie man es runterlädt. Man kann dann bloß so einen freien Kampfmodus machen. Final Fantasy 15, und so ward das Schicksal in die Hände des zukünftigen Königs gelegt. Der zukünftige König hier in diesem Falle ist Noctis. Und das ist der Hauptcharakter, den wir spielen. Dies ist die Geschichte des Königs, der auserwählt wurde, die Welt zu retten. Geht schon direkt gut los. Nockt, hier lang. Schnell, er greift wieder an. Er kommt. Neuer Versuch. Gib dir Deckung. Hier. Okay. Aufweg. Und das Spiel ist einfach nur der Hammer. Vor dem Fall. Die Stunde des Abschieds ist gekommen. Du hast meine Erlaubnis zum Aufbruch, Noctis. Danke, Eure Majestät. Nun geh, mögen die Götter dich schützen. Ja. Hey. Du
Prinz zu sein, ist auch nicht leicht. So viel zu höfischer Etikette. Ach, kannst du dich nicht einmal am Riemen reißen? Euer Hoheit! Was denn? Ich will dir noch etwas mit auf den Weg geben. Du legst deinen Kameraden eine schwere Bürde auf. Musst du gerade sagen. Ich erwarte nicht, dass ihr seine Launen zügelt. Lediglich, dass ihr sie ertragt. Sehr wohl, Majestät. Wir sorgen dafür, dass der Prinz Altissia sicher erreicht. Ja, genau. Ich will nicht drängeln, aber Kor wartet schon. Drathos, pass gut auf ihn auf. Und noch etwas. Benimm dich im Beisein deiner künftigen Frau. Selbstredend, Majestät. Und ihr zollt unseren Gästen aus Niflheim gebührend Respekt. Du hast keinen Grund zur Sorge. Ihr auch nicht. Noctis, sobald du aufgebrochen bist, gibt es kein Zurück mehr. Glaubst du, ich kneife? Bist du wirklich dazu bereit, deine Heimat hinter dir zu lassen? Nur keine Angst. Ich bist du fürs Erste los. Dein Weg ist lang. Wo auch immer er dich hinführt, das Erbe der Luzis geht mit dir. Gib nie auf, mein Sohn. Also die Grafik von den Zwischensequenzen, das sieht so hammer aus. Und wie ich schon gesagt habe, ich habe ja schon Randinformationen durch den Film. Und weil wusste jetzt in dem Falle schon, was es, was zum Beispiel der, wie hieß der, Drathos, der neben dem Königgrat stand, für eine Rolle spielt. Was ich euch jetzt nicht spoilern möchte. Das wäre kacke. Aber ich kann euch dann so ein paar andere Dinge, wo ich denke, dass die jetzt nicht so extrem wichtig sind oder schon zu viel verraten von der Story, da kann ich euch dann ein paar Dinge erzählen. Ja, ich sollte mal lesen. Prinz Noctis Lucis Caelum ist mit einer dreiköpfigen Gefolgschaft aus Insomnia aufgebrochen. Sein Ziel, der Nachbarstaat Arcordo, in dem seine Hochzeit stattfinden soll. Ja, genau. In dem Film wird es geht's auf jeden Fall nicht um den Noctis, sondern wir sind ja hier mit Noctis unterwegs. Wie soll ich Ihnen das jetzt erklären? Und während wir hier mit den Noctis unterwegs sind in dem Spiel, passiert ja sehr viel in dem Königreich. Und in dem Film seht ihr im Detail, was in dem Königreich eigentlich passiert, während der Noctis eigentlich unterwegs ist, den man im Film gar nicht zu Gesicht bekommt so richtig. Ich glaube gar nicht. So. Zwecklos. Weht ein rauer Wind hier draußen. Tja, der Preis der Freiheit. Dann müssen wir wohl wieder schieben. Was? Mein Tank ist doch auch schon leer. Aufstehen, Männer. Na los. Autsch! Wird's bald? Hey! Ich dachte, Autos sind zum Fahren da. Theoretisch schon. Genug gemault. Fertig? Ja, ja. Und los! Ja, die Grafik ist wunderschön. Also sieht sehr, sehr gut aus. Das Einzige, was mich ein wenig stört, ganz wenig, ist die Textur von den Haaren. Gerade bei den Blonden sieht man es extrem stark. Da ist die Textur nicht so gut. Aber ansonsten... Ach komm, Gladio. Was denn? Das schaffst du auch alleine. Von wegen. Als würden wir einen Unterschied machen. Pronto.
Finger an die Karre! Ihr solltet euch den Atem sparen. Und du mit mir tauschen, Ignis. Du warst doch gerade erst im Wagen. Ja, genau. Ich bin der Nächste. Hörst du? Mir fallen die Arme ab. Kann sie dir auch ausreißen. Ist ja schon gut. Geht keiner ran? Nein, ständig besetzt. Sag mal, geht das nur mir so? Oder ist der Weg länger geworden? Keine Angst, die Karte stimmt. Laut der müssten wir längst da sein. Oder schon dran vorbei. Als könntet ihr Karten lesen. Ja, wenn man durch die ich wollte das Gespräch jetzt nicht komplett zuquatschen, aber schaut mal durch die Scheibe zum Beispiel, da ist die Textur ein wenig komisch. Und voller Wunder. Ja. Und die Haare halt ein wenig. Sag mal, schiebt ihr und die Schatten ab und zu mal. Aber ansonsten mit voller Kraft ist es sehr, sehr nice. Also die ganze Landschaft, die ganze Umgebung, das sieht so geil aus. Später, wenn wir dann auch noch auf die Hauptmap kommen. Wir sind jetzt am Anfang auf einer ziemlich kleinen Map, sag ich mal. Oder in dem ersten Stück dieser großen Map. Da ist noch nicht so viel los. Aber wenn wir dann in den zweiten Abteil kommen oder in die Hauptkarte, das sieht so geil aus. Aber ich werde jetzt auch mal die Schnauze halten. Ich will nicht zu viel quatschen, weil das Spiel ist sehr viel mit Gesprächen voll. Und wer ist der Prinz? Ah, höchst erfreut, Euer Hoheit. Glückwunsch zur Hochzeit. Noch bin ich Single. Da hat Luna Freya wohl den Hauptgewinn gezogen, was? Wir haben es nicht eher geschafft. Hebt euch die Ausreden lieber für den Chef auf. Und du bist? Sydney. Sid Sophias Enkelin. Ich arbeite hier. Sieh sich das einer an. Ihr verwöhnten Gören kennt keine Wertschätzung. Der Wagen ist unbezahlbar. Du bist also Noctis. Ja. Tja, als hätte man deinem Vater die Würde rausgeprügelt. Was? Hast einen langen Weg vor dir, Junge. Dumm glotzen bringt dich nicht ans Ziel. Dieser Spruch. Als hätte mein Mann deinem Vater die Würde rausgeprügelt, das ist so geil. Wird eine Weile dauern. Schieb den Wagen rein und dann schwirrt ab. Okay, ihr habt Großvater gehört. Mir nach. Jetzt heißt es also warten. Das war noch nie meine Stärke. Meine auch nicht. So, und da sind wir nun auf der Map. Gehen wir kurz hier hinten lang. Oh, Hoheit! Was ist denn nun schon wieder? Hey, ihr Jungs seid doch zum ersten Mal hier, oder? Ich gebe euch eine Karte, damit ihr die Gegend erkunden könnt. Okay, mal gucken, was es hier so gibt. Wollte ich jetzt nicht vorlesen. Ich weiß das alles schon. Oh, Ebony-Kaffee haben die auch. Das wird Ignis aber freuen. Hä? Gil? Was ist das denn? Ein Gil? Was ist das denn? Die kennen die Währung gar nicht. Weil im Königreich herrscht eine andere Währung anscheinend. Nicht wundern, warum ich jetzt hinten lang laufe. Wie gesagt, ich habe das ja schon mal angespielt. Und deswegen weiß ich schon, dass hier auf jeden Fall was lag. So. Ich glaube, das war's. Mehr hatte ich selber nicht gefunden. So, in dem Wohnwagen können wir dann schlafen nachher.
Und jetzt könnten wir uns erstmal ein paar Randinformationen besorgen gehen. Hier drinnen. So, könnte man jetzt hier zum Beispiel drauf gucken. Kämpfe für Recht und Ordnung. Melde dich noch heute bei bei einem Informanten in einem Restaurant in deiner Nähe. So, okay. Als nächstes nach Lestalum. Das machen wir direkt. Grandios sein. Willkommen. Ihr sucht also Antworten. So, bekommen wir erstmal Randinformationen. So, das war's. Ja, zeige ich euch gleich nochmal. Jetzt war es schon zu spät. Wir haben 0 Gil. Also können wir rein theoretisch auch nichts essen. So, Informanten haben nicht nur Infos und Essen, sondern auch Jagdaufträge im Angebot. Um die Gegend von gefährlichen Tieren und Siechern zu befreien, musst du einen dieser Jobaufträge annehmen und die entsprechende Beute erledigen. Melde dich dann wieder bei einem Informanten, um deine Belohnung abzuholen. So. Ja. Achso, Jagdränge. Um deinen Jagdrang zu steigern, musst du die erforderliche Anzahl an Jagdmarken sammeln, die die, was? Meldatio Jägerzentrale für das Abschließen von Jagdaufträgen vergibt. Je höher dein Jagdrang, desto mehr Jagdaufträge hast du zur Auswahl und natürlich fallen auch die Belohnungen besser aus. Das hier sind unsere Probleme. So, wir können immer nur einen Auftrag annehmen. So, wir fangen direkt mit denen hier an. Dass wir erstmal ein bisschen Kohle verdienen. So. Dann möchte ich als zweites erstmal was gucken. Warte mal kurz. Dadurch, dass ich ja das Spiel schon angefangen habe. Unser ganzes Geld ist für die Reparatur draufgegangen. Ich würde gerne Sydney um Rat fragen. Wir sind völlig abgebrannt? Ja, ganz genau. So, der mittellose Prinz, das machen wir jetzt erstmal. Dieser Halsabschneider. So, reden. Nanu, der Wagen ist noch nicht fertig. Was wollt ihr? So, den Preisrundehandel brauche ich nicht probieren, habe ich schon mal gemacht. Also gehe ich mal direkt auf Geld leihen. Kannst du uns vielleicht etwas Geld leihen? Hä? Ach, ich verstehe. Typisch Großvater. Hat euch sicher extra zu viel abgeknöpft. Nehmt's ihm bitte nicht übel. Das ist einfach seine Art, euch an den Ernst des Lebens zu gewöhnen. Zu Geld kommt man hier am schnellsten als Jäger. Wollt ihr's mal versuchen? Er will also, dass wir uns unser Geld selbst verdienen? Na gut. Dann sollten wir ihn nicht enttäuschen. So, genau. Wir haben jetzt, Fähigkeitspunkte erhalten, also FP, 10 FP haben wir jetzt. Damit können wir Fähigkeiten lernen. Und zum Beispiel automatisches Ausweichen verbraucht weniger MP, das werde ich jetzt direkt nehmen. Denn das werden wir oft gebrauchen. So. Dann Ausrüstung. Noctis. Motorklinge haben wir drin. Dann hier, geht's los. Haben wir das Masamune-Schwert. Das ist ein Extra, was es zu der Premium Edition gibt. Und dann haben wir noch das Gae-Bolg. Das ist sehr gut. Eine sehr gute Waffe. Hat einen Angriff von 75. Guck mal den an. Also den werden wir sehr lange nutzen. Und genauso wie das Masamune, das hat einen Angriff von 88. Das ist sehr, sehr gut. So. Das war's schon. Accessoires haben wir keine. So. Dann hier können wir auch nichts machen.
Wir können noch bei den Ignis draufgehen und ihnen jetzt den Jagdsperr als Nebenwaffe geben. Da können wir gute Kombos ausführen. Ist von Vorteil. So, Aufgaben. Ich würde sagen, wir machen erstmal den mittellose Prinz, ne? Und danach machen wir die andere Aufgabe. Aber seid vorsichtig. Nachts treiben sich hier sicher rum. Hier, eine kleine Anzahlung. Reicht zum Übernachten. Aber kein Wort zu Großvater. Ist das klar? So, also. Ich habe eine andere Antwort genommen. Das Endergebnis ist dasselbe. Sie hat uns 1000 Gil gegeben. Und ansonsten, es war genau dasselbe. Egal, was ich jetzt gesagt hätte. Es war dasselbe. So, den Bronzereif möchte ich nicht ihm geben. Aus dem ganz einfachen Grund. Ich zeige euch das. Wenn ihr drauf guckt, davon gehen die LP hoch. So, wir gehen auf den Prompto, denn der Prompto hat die wenigsten LP. Er kann das gut gebrauchen. So, wir könnten die hier umziehen. Aber wenn ihr auf die Statuswerte guckt, gut, das gibt uns Stärke in dem Fall. Aber davon gehen die LP halt runter. Aber ich würde sagen, das machen wir sogar, denn Stärke ist gar nicht so verkehrt. Gladiolus. Und die sehen auch nicht mal unbedingt so scheiße aus, ohne die Klamotten. So. Also mit den Klamotten nur. So. Hätten wir das. Und wir haben noch 10 Minuten Zeit. Machen wir uns erstmal... Halt! Darf ich nicht vergessen. Wir gehen mal kurz noch hier in die Kneipe. In die Tanke. Hallöchen! So. Und da möchte ich gerne... Ja, 5 sollten erstmal reichen. Besten Dank. Das brauchen wir nachher noch. So, ja, die musste ich haben. Bis zum nächsten Mal. So, okay. Machen wir uns mal auf den Weg. Ja, die Landschaft sieht übelst geil aus. Okay, los geht's. Ignis, los. Einen Moment. Ich möchte mal kurz was machen. Wartet mal kurz noch. Noctis. Zack. Ich hab's, wo ich's gespielt habe, auch so rum gehabt. Ansonsten komme ich durcheinander. Also zum Verständnis, das ist ein Speer, ne? Der ist relativ schnell. Da haben wir die sehr langsame Waffe, das Masamune. Und dann haben wir unseres Schwert hier, was sehr schnell ist. Los geht's, Nacht. Für so eine Viecher brauchen wir, glaube ich, das Masamune-Schwert. Denk daran, beschwöre für jeden Gegner die passende Waffe herauf. Ja, ja, mach ich das schon. Aber ehrlich gesagt, gefällt mir das Masamune-Schwert gar nicht so, weil das einfach sehr, sehr langsam ist. Auf zur nächsten Koordinate. So, wir müssen gefährliche Tiere erlegen, wie wir das schon hier ersehen. Und da hinten sehen wir übrigens, wo unser Auto immer steht. Das sehen wir die ganze Zeit. Ja, durch Kleidung ändern sich Statuswerte, ist klar.
sind die Nächsten. Auf sie mit Gebräu. Naja, ich weiß nicht. Nockt! Manchmal ist ein perfekter Block der beste Angriff. Das nenne ich kurzen Prozess. Roger! Und wieder einen ausgenockt. Super, wir sind fast fertig. Kommt, gehen wir weiter. Ich bleib mal kurz stehen, ich möchte euch mal kurz was zeigen. So, schaut mal den Blonden in die Haare. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sieht. Von da geht's per Schiff nach Altissia. Direkt in Nocts Hafen der Ehe. Auto warten. Hochzeit. Die Textur ist halt. Okay, ist notiert. Ein bisschen grob. Falls ihr das seht, so. Das sieht man halt nur bei ihm so extrem. Bei ihm auch ein bisschen, aber. Das zeige ich euch nochmal, wenn wir im Auto sitzen. Oder müsst ihr mal drauf achten, wenn wir im Auto sitzen, da fällt es extrem auf. Aber das ist jetzt nicht so schlimm, finde ich, weil dafür viel Wert auf die Landschaft und so gelegt wurde. Ja, die Karte kann aufgerufen werden mit... Achso, ich wollte euch mal die Karte zeigen. Das ist die Karte. Und in dem Teilstück sind wir dann... Das ist sozusagen das, da kommen wir dann als zweites hin und da sieht's sehr, sehr geil aus. Das sind die letzten. Gib nochmal alles. Ach so, wir sind, Nockt, durchbrich die gegnerische Verteidigung. Wir haben keine MP mehr. Nockt, verausgab dich nicht so, Mann. Geh in Deckung und erhol dich. Ich verausgabe mich so, wie ich das für richtig halte. Ich treffe immer. Ja. Ja. Willst du mich umbringen, Mann? Ja. 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 So, machen wir mal eine fette Kombo. Zack. Zack. Sauber, Gladio. Kein Problem. Nockt hat voll den Lauf. So bin ich halt. Normalerweise hätte da noch Viereck aufbloppen müssen. Hat aber irgendwie gerade nicht so funktioniert. Sehr gut, das wär's. Hm? Ein Anruf? Ja? Ich bin's, Sydney. Wie läuft die Jagd? Gut, sind fertig. Bestens. Könnte ich euch, vielleicht um noch was bitten? Geht um einen Jäger namens Dave. Er meldet sich nicht mehr. Sollte in einer Hütte, ganz in eurer Nähe sein. In welcher Hütte? Aha. Geht klar. Wir sehen nach. Ja, und, ob wir den Jäger Dave in dieser Hütte finden, erfahren wir in der nächsten Folge. Schaltet wieder ein beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns dann bald wieder. Bis dann. Ciao.